Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Servervorstellung von einem Minecraft-Server auf der Java Edition. Momentan 1.8.9. Wir gehen auf einen neuen Server, legitmc.net. Und für alle, die sich gefragt haben, wieso ich nicht aufgetaucht war um die Zeit, wo sie gesagt haben, es ist Veröffentlichung, ich hatte einen riesen Downtime vom Serveranbieter, der hatte nur 1900 Kilobyte pro Sekunde und 369 Ping, also Millisekunden Ping. Und deshalb konnte ich da noch nicht aufnehmen. Ich wurde immer wieder rausgeschmissen vom Server. Aber gehen wir jetzt mal kurz rein. Mal schauen, wie weit sie mit dem Fest sind. Aha. Okay, wow. Sehr viel gebaut. Sehr schön sogar noch. Ein Schädel. Wir haben hier Sprungplattform. Gut. Sehr schön. Also ein richtiger professioneller Minigame-Server. Lobby. Waiting for Server. Knock it. Weiß nicht genau, was es ist. Ich lasse es mal in Ruhe. Weil ich kenne so Minispiel-Server noch nicht so. Also ich bin völlig neu in den Sachen. Ich bin eher so der Rollenspieler, aber ich tue natürlich jeden Server vorstellen und deshalb schauen wir doch mal. Wasserfight, 0 Spieler. Ein Pinguin. Wow. Und hier haben wir 4 Spieler. City Build. Gehen wir mal kurz ins City Build. Ah, das ist Plot, okay. Direkt vorne dran scheinbar. Mit einem großen Einkaufszentrum oder so etwas. Ich weiß es nicht genau. Also das erinnert mich an Genex Server. Genex war ein Livestreamer, wo ich auch ein bisschen, ja, so Moderatoren, Job hatte und so. Der hat richtig viele Abonnenten schon. Ich weiß jetzt nicht genau den aktuellsten Stand, aber irgendwie über 2700, glaube ich. Und der macht momentan eigentlich nur Twitch-Streams und ich bin auch so am Überlegen, weil ich momentan echt schlimme YouTube-Hochladebugs habe, heute echt kein Video bringen konnte, außer dieses, dass ich jetzt eigentlich ja sage, ich würde jetzt gerne eher streamen. Besitzer 0, also das ist ein öffentliches Gebäude. Da haben wir noch einen Ballon, einen Brunnen. Weil jetzt noch nicht so viel los ist, kann ich natürlich noch nicht so viel zeigen. Aber mein erster... Oh, da hat es sogar Einblendungen unten. Schreibt hier jemand? Nein, habe ich nicht mal geschrieben. Ich schaue jetzt mal bei denen zu. Ich betrete jetzt mal das noch nicht. Das sind wahrscheinlich die Admins, Owners und so. Bilder, Anleitung. Ich sag mal, guten Abend. Ist der coolste Owner der Welt. Okay. Sehr eigenbrötlich. Das darf man natürlich schreiben, wenn man den Server Owner ist. Ist ein sehr cooler Dude. So. Hello. Ist das ein Engländer? Okay. Oder von USA. Mittelpunkt ist cool. Ja, der Mittelpunkt ist natürlich der Mittelpunkt. Das ist klar. Und hier haben wir. Sind das NPCs? Also die zwei auf den Seiten. Das sind NPCs. Okay. Jo. Also scheinbar auch Kitty sind 2 drin. Dann haben wir hier ein Schmetterling wahrscheinlich und einen Vogel. Gehen wir mal kurz zurück. Ich möchte natürlich auch so viel wie möglich zeigen. Und eben. Damit ich einfach im Klaren, auch für die nächsten Parts sind, ich bin keiner, der jetzt einen Server mega lobt. Ich muss jetzt nicht unbedingt für jeden Server natürlich mega Werbung machen. Ich bin ganz normaler Spieler. Ich sage das so, wie ich als Spieler denke. Für mich ist es positiv. Kann natürlich alles noch besser sein, ein bisschen voller sein, ein bisschen mehr ausgebaut. Aber das Buch braucht natürlich ein bisschen Mannskraft und... Vielleicht kann ich ja mit den Videos ein paar Leute motivieren auf dem Server, auch ein bisschen
mitzuhelfen, also zuerst auf dem Server mal zu sein. Und dann vielleicht steigt ihr ja schnell auf, weil es ein neuer Server ist. Und so könnt ihr dem Server natürlich gerne helfen. Es wird wahrscheinlich jetzt pro Tag, also jetzt heute und morgen ist schon geplant eine Servervorstellung. Aber es werden wahrscheinlich sogar noch mehr kommen dann. Also 2 oder 3 Parts pro Tag. Aber das muss halt mit meinem Internetanbieter da so richtig genutzt werden. Also ja, leider ist jetzt gerade kein Spiel offen, aber ich hätte gerne noch ein Spiel gemacht. Halt alleine, wo ich der Gewinner bin wahrscheinlich dann. Ich suche jetzt nur kurz die Standorte. Es ist jetzt nur City Beat. Dann muss ich irgendwie zurück. Ich bin ja eben überhaupt nicht. Ding, ja. Slash Spawn. Ah, das ist immer City Beat jetzt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie man rauskommt. Ja, seht ihr, ich bin überhaupt nicht geübt in solchen Servern. Da unten ist noch eine. Ja. Der ist cool. Eine Rüstungspuppe. Jo, gut. Jo, also eben Minispiel kann ich jetzt noch nicht zeigen. Für alle, die, wo ich schon drin war in den Server, ich kann natürlich auch noch einen zweiten Part machen, wenn ihr weiter seid. Ich belasse den Server in der Liste, in der also Multiplayer-Liste. Und ja, werde sicher auch mal nochmals, am besten mit Ankündigung, also dass ich gerne wieder mal auf einem Server, dass ich wieder zeige auf eurem Server, oder? Also auf dem Server, der es natürlich anschreibt am besten. Oder wenn ihr natürlich nochmals von einem fremden Server eine Vorstellung wollt, dürft ihr das natürlich auch gerne machen. Aber ja, da jetzt gerade, okay, da sind noch Spieler. Murat Aydogan. Das ist ein türkischer Name, oder? Murat. Du kennst den Fußball. Biskop. VIP. Der Owner ist das. Murat Aydogan ist der Owner. Okay. Hab ich gesehen. Wie kriege ich ein Grundstück? Ja, das ist halt Plugin abhängig. Irgendwas eingeben. Ich nicht mehr weiß, slash plot create. Also ich kann es jetzt nicht sagen. Okay, hier ist noch. Okay, Fresse. Dann halte ich mal die Fresse. Nein, ich bin ja nicht gemeint, hoffentlich. Beherrsche über alle. Bin cool. Hashtag Fame. Beste Supporter. Und ja. Lachendes Gesicht, lachendes Smiley und Herzchen-Smiley. Best Owner. Ja, zwinkenden lachendes Smiley und Herzchen-Smiley. Sonst haben wir leider noch nicht viel. Also die nächste Servervorstellung vom Server gibt es, also von diesem legitmc.net Server, gibt es sicher dann bald. Der Owner darf mich gerne wieder anschreiben. Am besten ja immer unter dem Video, wo ihr den Server, also Teil 1 sozusagen habt. Für die neuen Server bitte das Ankündigungsvideo benutzen. Das ist immer verlinkt, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, in der Videobeschreibung. Und alles darf angeschaut werden, auch englische Server, auch französische Server, auch spanische Server, auch türkische Server. Aber ich muss es auch verstehen können. Also ich muss auch irgendwie auf dem Server dann auch ein bisschen vorwärts kommen. Weil wenn alles so irgendwie hebräisch oder russisch geschrieben ist, dann kann ich das natürlich nicht verstehen, wo man hinlaufen muss oder was genau das ist. Und dann kann ich auch nicht so gute Servervorstellungen machen. Der ist auch süß. Also alles ist eigentlich in hoher Qualität schon. Und das freut mich. Nur eben, es ist jetzt gerade Veröffentlichung gewesen vom Server. Deshalb ist er noch ein bisschen leer. Aber das wird sicher dann auch besser. Also es ist positive Servererlebnis. Mal schauen, wie es morgen mit einem anderen Server wird. Und vielleicht, wenn es dann eine zweite Servervorstellung von legitmc.net gibt, kann ich ja euch dann auch noch ein bisschen positiver einstimmen auf den Server. Aber ich finde ihn schön. Also, ja, also dass es jetzt gerade zurückgespult wurde. Aber das ist eher mein Internet, denke ich mal. Also, schön gebaut. Schön klein noch. Und denke ich mal auch recht toll mit den verschiedenen Modis, Minispielen und Freebuild.
Aber das kann ich ja jetzt momentan noch nicht machen. Also, es wurde leider nicht geschrieben. Ah, doch, Plot Claim, Plot Order. Also, ich lasse mal die Sachen für andere Spieler. Im zweiten Video über den Server kann ich ja mal einen Plot machen. Aber für den Owner, ich werde wahrscheinlich eben nicht viel spielen können auf dem Server. Deshalb sage ich einfach mal, ja, das wird dann hoffentlich wieder gelöscht oder, ja. Aber ihr wisst ja, ich kann ja gut auch ein bisschen Lob auf mich zukommen lassen. Nee, ich hoffe, ja. Ich werde es mal schauen, überlegen, aber ich denke eher nicht, weil ich ja auf dem Server nicht so spiele. Lieber nicht wegmachen, einen Plot. Und ja, man muss ja auch Items farmen, oder? Oder kann man da einfach Items entschieden? Nein, Scherz. Oh, okay. Dann legitmc.net, toller Server. Einen guten Daumen nach oben für den Server. Und ja, mal sehen. Ich lasse ihn in der Liste. Tue ihn auch in einem Textdokument speichern, dass ich ihn wieder mal besuche. Und für euch, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und weitere Server kommen. Weiß nicht, wie viel ich machen kann. Ich werde natürlich gerne wirklich alle annehmen können. Aber wenn es zu viele werden, werde ich einfach die, die mich am meisten interessieren, nehmen. Also es gibt vielleicht dann Probleme mit Leuten, mit Servern, wo jetzt eigentlich nur Minispiel ist und nicht irgendwie Freebuild oder Plot oder so. Rollenspiele, Server werden vielleicht sogar noch besser angenommen, aber ich denke, ich kann alle Server annehmen. Bis jetzt hat auch nicht mehr jeder gemeldet, also es wurden nicht mehr so viele Meldungen gemacht. Es war ersten und zweiten Tag, 3 Stück. Eine ist jetzt nur noch in der Entwicklung, da ist noch nicht geplant, dass ich dort vorbeischauen darf. Beim anderen, der ist morgen um 14 Uhr und der heutige, ja, um 1:03. Gut, also dann vielen Dank und bis zur nächsten Servervorstellung. Tschüss!